Paralympics in Tokio, Gold für Tischtennisspieler Valentin Baus. Tischtennisspieler Valentin Baus spielt bei den Paralympischen Spielen in Tokio. DPA Paralympics in Tokio, Gold für Tischtennisspieler Valentin Baus. Stand 29. August 2021, 4.36 Uhr. Tischtennisspieler Valentin Baus hat die zweite Goldmedaille für Deutschland bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der 25-Jährige besiegte den Chinesen Cao Lingming in der sitzenden Klasse. Fünfter Tischtennisspieler Valentin Baus hat sich bei den Paralympischen Spielen in Tokio seinen Goldtraum verwirklicht. Der 25-Jährige gewann in der Neuauflage des Finals von Rio im Jahr 2016 in der Startklasse 5 gegen den Chinesen Cao Lingming, trotz zwischenzeitlichen Rückstands mit 3:2. Es ist das erste Gold für die deutschen Tischtennisspieler seit London 2012. Der Baus gewann den ersten Satz klar mit 11:4, ehe er sich in Durchgang 2 und 3 eine Schwächephase erlaubte. Danach war der Düsseldorfer wieder der bessere Spieler und verwandelte seinen vierten Satz bald zum 2:2 Ausgleich. Im Entscheidungsdurchgang setzte er sich früh ab und verwandelte seinen dritten Match bald zum 11:7.